Weitere Steuerelemente können wir ja einmal hier ranpappen. Beziehungsweise wir könnten natürlich auch einmal schauen, ob hier noch ein Platz drin frei ist. Ja, ist es. Ich erkenne gar nichts. Gar nichts bis weniger. Es sieht auch nicht so aus, als ob da noch was frei wäre. So, nach unten kommt unser Schiff schon mal. Zur Not auch mit Gewalt. Aber runter kommt es. So, jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass es auch hochkommt. Weil jeder Kerl weiß, was nicht hochkommt, kann doch nicht ernst genommen werden. Und damit es hochkommt, jetzt mal genau hier hinter. Ja, passt, sehr schön. Genau hier hinter. Zwei Hoch-Runter-Triebwerke. Das sieht nicht nur scheiße aus, das ist es auch. Und jetzt mal überlegt, wir könnten die Dinger hier weiter nach vorne ziehen, die beiden. Also hier die Reihe. Dann sieht es total abgeschlossen aus. Wäre auf jeden Fall was, was man machen könnte. Aber wir können uns auch erstmal hier letztendlich in unserem neuen Schiffchen umgucken. Gut, hier geht's nach unten in den... Na? Na? Motorenraum? Der Sanitätsstation? Den Assembler? Vehicle Assembler, das Wort kenne ich wohl, aber ansonsten kenne ich auch nichts. Klettern wieder hoch. Drücken die Leertaste. Nee. Nee, Moment. Ja, Leiter hochsteigen muss gelernt sein. Das ist nicht einfach, sowas. Nein, sowas nicht. Ich habe es schon mal geschafft, so eine Leiter hochzusteigen. Sogar in echt. Aber nicht jetzt gerade. Hier haben wir noch zwei Reaktoren. Ja. Und hier die Kommandozentrale, von wo aus es gleich auch losgeflogen gehen tun wird. Vorher einmal zack nach vorne. Durch den Hangar. Auf unsere kleine untere Aussichtsplattform. Und jetzt würde ich mal interessieren, kommt man hier durch? Nee, tut man nicht. Was für einen Block habe ich weggebaut? Ich glaube... ich glaube... das hier. Genau. Das kommt so. Die sind extrem störend. Gut. Wenn man hier nach oben geht, was sehr bescheuert nur funktioniert... No. Also, wenn man hier nach oben geht, kommt man auf die nächste Aussichtsplattform, was heißt Plattform, auf den nächsten Aussichtsbereich, wo man eine schöne Aussicht hat. Ist das nicht schön? Ja, wir sind stolzer Besitzer eines Schiffes der Kathetenklasse. Und die Kathetenklasse kriegt jetzt natürlich auch noch ein Hypotenosenschiff unten rein. Und zwar
mal so, dass es auch jederzeit wieder raus kann. Drücken wir P. Sind jetzt hier unten. Ist locked. Wir drücken Y. Und steigen aus, machen die Schwerkraft an. Unser Schiff steht. Wir sind zufrieden. So, jetzt gibt es ja noch ein paar andere Sachen. Und zwar Lichter, die ich gerne dran machen würde ans Schiff. Weil so ein Schiff, was nicht leuchtet, leuchtet nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, hier vorne kommen nachher übrigens noch Landeluschen hin. Und an diese Landeluschen kommen natürlich auch Lichter. So, das war jetzt blöd, weil wir die viel lieber hier hinten stehen haben wollen. Da das Licht. Da wieder zugesetzt. Und dann wollen wir mal schauen. Die Fahrwerke. Ist nicht wirklich ein Fahrwerk, aber die Dinger haben wir hier. Und die sind drei lang anstatt zwei. Das ist ein bisschen blöd, aber passt trotzdem. Sehr schön. Und das sieht doch spitzenklassenmäßig aus. So, wir haben jetzt ein recht kleines Schiff gebaut. Allerdings bietet es uns ganz viele tolle Möglichkeiten, ganz viel Platz. Zum Abbremsen haben wir noch nichts reingebaut, fällt mir gerade auf. Das wäre jetzt ein böses Erwachen gewesen. Weil so ein Schiff muss ja auch irgendwann mal anhalten, leider. Und so sehen die Landesachen aus. Ich weiß, das macht das ganze tolle Schiff kaputt. Zu 150%. Aber muss sein, weil Abbremsen doch von Zeit zu Zeit ganz nützlich ist. Was wir machen können, ist natürlich, wir hauen das da rein und machen davor einen frei. Dass wir hier noch zwei frei haben. Achtung! Wo haben wir die halben Dinger? Da sind die halben Sachen. Und sehr schön. Damit ist unser Schiff vollkommen einsatzbereit. Zu 180%. Und ich würde mal sagen, Achtung, Kapitän betritt die Brücke. Wir steigen ein. Sehen zwar aus wie ein großes Müllfahrzeug. Rückwärts fliegen können wir. Vorwärts fliegen können wir. Runterfliegen können wir. Und hochfliegen können wir auch. Energie verbrauchen wir auch nicht zu viel. Und machen wir die Lichter an. Leuchten können wir wie eine Taschenlampe. Und ab dafür, ne? Okay, gut. Energieverbrauch von 260%. Nicht gut. Wo steht denn, wie viel Energie wir noch haben? Gut, wir brauchen mehr Energie. Ausgestiegen. Dafür sind ja solche Übungen da. Das war Wissen. Da braucht man noch Energie. Ich mag das Ding hier nicht, weil das lässt mich nicht mehr hoch. So, Reaktor klein.
Dann hauen wir hier mal die ganzen Katheten voll. Und das müsste jetzt fürs erste ja mal reichen, oder? Warte mal. Also wenn die schon viel Energie wollen, dann kriegen sie auch viel Energie. Hopp, hopp. Ja, das ist ja wieder zu einfach. Null und... Ja, ne? Einsatzbereites Schiff, würde ich mal sagen. Das ist schön, das freut mich sehr. Wir gucken mal ein bisschen durch die Gegend. Wir sind immer noch... Ach doch, wir sind schon ganz prächtig schnell eigentlich. Gut, wir wenden wie ein Stück Scheiße am Morgen. Oh. Ja, so können wir auch wenden. Sehr schön. Ja, ja. Ach doch, das geht sogar einigermaßen. Oder mal schauen, wo wir hinfliegen. Was leuchtet mir dort vorne so weiß entgegen? Keine Ahnung. Müsste auch irgendwo die Station sein, und zwar da vorne. Und ich würde sagen, da begeben wir uns mal hin. Dann können wir gleich auch mal schauen, ob das funktioniert, was ich ausprobieren wollte. So. So. Sehr schön. Gut. Aber echt ein schönes Schiffchen. Speichere. Bitte warten. Wir warten doch gerne. Leider können wir unser Fahrwerk nicht komplett einfahren. Das wäre jetzt noch das Nonplusultra. Wieso kann ich denn in den Dingen reingucken? Das will ich nicht. Und wir gucken doch jetzt gleich mal. Guten Tag, guten Tag. Wir befinden uns im Landeanflug. Wir brauchen noch einen zweiten Ausgang, glaube ich. Ja, ich meine, den bräuchten wir. Aber nichtsdestotrotz echt kein schlechtes Schiff. Ja. Darf ich gern einmal stabilisieren. Und da fällt mir ein, was wir vergessen haben. Ein Seitentriebwerk. Ist blöd. Ist nicht das größte Problem aller Zeiten. Können auch optional einfach so abbremsen. Können wir nicht. Gut. Dann werden wir uns den natürlich hier schleunigst mal besorgen. Ich bin blöd, dass ich sowas vergesse. Und dafür haben wir einen Hangar. Wir setzen das Ding direkt in den Hangar. Und man sieht, sie arbeiten. So, das Schiff müsste jetzt wieder stehen. Ja, tut es. Bedeutet, wir haben jetzt nochmal hier ein bisschen kurz Zeit, uns die Triebwerke reinzuhauen. An irgendeiner Stelle, wo es passabel aussieht. Wie ist es denn mit hier? Ja doch, das geht.